Nicht down gehen, nicht down gehen. Ja, perfekt. Oh. Das wollte ich so nicht. Komm, hau ab. Mach das Bett ab. Moin Leute und willkommen zurück. Wir sind mal wieder bei einer schönen Runde Minecraft Bed Wars. Und das auf der guten Map Steampunk. Das ist eine 4x3er Map. So. Schon hier noch erzählt. Wir holen uns gerade mal ein bisschen Eisen. Damit wir uns vernünftig ausrüsten können. So. Na komm. So, perfekt. Zwei Eisen bekommen. Och, und der geht schon direkt nach da unten. Och man, das kann doch nicht wahr sein. Warum haben wir denn so einen Armleuchter mit im Team? Egal. So. Dann holen wir uns gerade ein bisschen Kleidung. Cool. Spitzhacke darf man nicht vergessen. Und noch ein paar Blöcke mehr. Da scheint irgendwer schon zu irgendeinem Bett zu rennen. So wie Team Blau panisch wieder zurückrannte. So. Team Rot, schaffen wir Team Rot? Wir schaffen Team Rot. So. Dann gucken wir doch mal. Auf jeden Fall haben die schon gut Eisen gelassen. Down. Haben wir down. Oh crap, ich habe nicht mehr viel Luft. Ah, gar nicht mehr viel. Und ich habe auch gar nicht mehr viel Leben. Ah. Ah, puh. Das war aber knapp. Würde ich jetzt einfach mal ganz dreist behaupten. So, haben wir wieder ein Team ausgeschaltet. Bis dato haben wir das gute Runde von Team Gelb. Das sind wir bestimmt, ne? Hätte ich ganz gerne jetzt gewusst, welches Team wir sind. Punkt. Wir sind blau, wir sind grün. Das ist ganz gut. Dann war das nicht zu, also zumindest nicht unser Bett. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ah, nein! Hätte er mich ruhig mal ein bisschen weiterschießen können. Puh. Also Team Gelb hat kein Bett mehr, aber schlägt sich ganz gut. Ist immer wieder ein rausgehauen, rot, ne? Ja. Nee. Nee. Möchte ich nicht mit zu tun haben mit den Leuten. Macht sie fertig. So. Nein, ich wollte ein Dreier-Schwert. Da. Da haben wir es. Ein paar Klötze. Halt mal wieder diese Standardausrüstung. Schade, dass es dafür keine Knöpfe gibt, dass du einfach sagst, hey hier. Oder dass du es einstellen kannst. Meine Standardausrüstung ist bla bli blubli bla. Und immer wenn du genügend Bronze und Eisen hast, dann hast du die Möglichkeit, dir die direkt zu kaufen. Werden wir hier hinten beschossen. So, ich habe noch ein Eisen bekommen. Das heißt, wir können uns eine vernünftige Platte hier holen. Da ist sie. Fangen wir gerade noch was? Der Druff da. Genau. So, so, so. Team Gelb ist komplett weg fast. Nicht down gehen, nicht down gehen. Ja, perfekt. Das wollte ich so nicht. Komm, hau ab. Mach das Bett ab. Ah. So, der ist weg. Unser Bett wird hoffentlich nicht abgebaut. Wo ist der Blaue hin? Ach, der Blaue ist auch weg. Nur noch der Gelbe ist da. Ja gut. Dann schnappen wir uns den noch. Ich sehe ihn aber nicht. Das ist ein grüner. Das ist auch ein grüner.
Wo ist der Gelbe? Na gut, dann holen wir uns jetzt erstmal einen Bogen. Das sehe ich gerade wirklich nicht. So. Da, den holen wir uns. Wir holen uns einen Pfeil und eine vernünftige Spitzhacke. Damit, wenn er sich einbaut, das wirklich... Wir haben ja gar keine Ausrüstung, was vorangeht. Also mit Ausrüstung meine ich jetzt den Helm, die Schuhe und die Hose. So, da geht der erste zu Gelb. Wenn der da überhaupt ist, Leute. Ist der da im Baum? Ja, der ist da oben. Der ist da definitiv. Das heißt, wir müssen da hoch. So. Hallo? Hallo? Hi. Ah. Das ist aber nicht nett. Hey. Bams, bams. Yes, zerkloppt. GG. Was eine Runde. Das lief ja richtig sauber. 5 Kills haben wir gemacht. Wir haben 2 Betten zerstört von 4 Teams. Also wirklich... Was die Betten angeht, die meiste Arbeit. Und dann schreibt unser Teamkamerad dem anderen Loser. Schlechter Gewinner. Sowas würde ich wirklich als ein schlechter Gewinner bezeichnen. Der hat sich ja nicht schlecht geschlagen. Er hat echt versucht, bis zum Schluss das zu machen, was ihm seine Ressourcen ermöglicht haben. Und so finde ich, dass er... Sehr beachtenswert, weil viele springen dann runter oder irgendwie so ein Rotz. Und, also gar kein, ganz im Gegenteil, finde ich sehr, ja, wie gesagt, beachtenswert, dass er da bis zum Schluss kämpft. Und das ist ja auch das, was ich immer sage, hey, du kannst auch alleine, kannst du noch viel reißen. Das haben wir auch schon in der einen oder anderen Folge gesehen. Man muss nicht immer sofort aufgeben, liefen oder sonstige Kacken machen. Auch wenn man ein weniger hat im Team, ist doch egal. Kämpfen, 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 da kommt schon was Gutes bei rum. Gut, das ist heute nur eine etwas kürzere Folge. Unter 10 Minuten leider. Weil ich etwas im Aufnahmestress bin. Und ja, sowieso zurzeit immer 2 bis teilweise 3 Videos am Tag kommen. Was für mich echt sau viel ist. Da ich eigentlich den ganzen Tag unterwegs bin. Und dann noch Videos aufzunehmen, ist echt, echt heikel. Aber ich kriege es momentan eigentlich noch so ganz gut irgendwie hin. Gut, aber genug gequatscht. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Guckt auch gerne mal bei meinen anderen Videos vorbei. Und hinterlasst mir dann einen netten Kommentar oder sowas. Oder ein Abo, würde mich auch sehr freuen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann die Tage wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, haut rein. Ciao.